zu jemand anderen. Einmal kriegst du Mercedes, dann kriegst du Iveco, dann kriegst du wieder Scania. Hast du mal Volvo, dann wieder mal Renault. Aber für was wählt man am Anfang seine Lieblingsmarke aus? Hast du für eine genommen? Mercedes. Dann war das wahrscheinlich da, wo du die E-Mail bekommst, wo der Händler ist, 100%. Weil ich habe auch Mercedes genommen und ich habe in Bratislava gleich, wie ich begonnen habe, wir haben neue Fahrzeuge zur Verfügung und Bratislava ist ein Händler. Ja, genau. Ja, ja, dann deswegen hast du es ausgewählt. Ah, okay. Dass er dir quasi diesen ersten Händler für dieses Fahrzeug nennt. Weil es ist ja auch so, du kannst ihn ja nur besuchen und wenn du ihn besuchst, musst du Schnellreise zahlen. Das ist eine Schnellreisegebühr. Und sobald du 5 LKWs hast, kannst du sie online kaufen. Ah, okay. Dann brauchst du diese Gebühr nicht mehr zahlen. Na gut, Schnellreisegebühr, wenn ich gerade in Bratislava bin, auch. Na dann nicht. Weil ich war gerade dort. Gut, aber du hast keinen gekauft. Nein. Na eben dann. Dann ist wurscht. Weil anschauen kannst du sie dir. Achso, kannst du auch nicht, glaube ich, gell? Was? Anschauen die LKW. Nein, du musst immer dorthin gehen dann. Ja. Na, ich glaube, Iveco hat die günstigsten, oder Mann? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Kosten 93.000. Ich habe ja so gemacht, dass ich zuerst von jeder Marke einen haben wollte. Mhm. Habe ich immer den billigsten genommen. Ah, und jetzt bin ich mittlerweile so, dass ich schon irgendeinen teuren genommen habe. Und ich möchte halt so aufbauen, dass ich zuerst ganz Österreich, also Innsbruck, Graz noch. In Klagenfurt die Garagen kauf und dann erst quasi international expandierst. Aber wie gesagt, das mit dem Leveln glaube ich fix, dass du das einstellen kannst, weil du kannst es auch bei deinen Fahrern dann einstellen, was sie leveln sollen. Ah, okay. Kannst du den dann auswählen, ausgeglichen, damit Level der halt das, wo er gerade Bock hat. Und du kannst zum Beispiel sagen, hey, du machst nur diese Güter zum Beispiel oder so. Mhm. Ich habe zum Beispiel in Wien habe ich 2 Gefahrenguttransporter, also Anhänger. Mhm. Und da habe ich eben die Leute drauf geschult, hey, ihr könnt sowas fahren. Weil dann nehmen die immer den Anhänger und fahren dann nur Gefahrengut. Das heißt, du musst da quasi einen LKW kaufen und dann noch zusätzlichen Anhänger, weil da kaufst du dann mit dem LKW nur die Zugmaschine. Genau, da kaufst du nur die Zugmaschine und dann könntest du noch Anhänger extra dazu kaufen. Dann hast du halt wieder ein bisschen mehr Gewinn, weil du auch dafür nicht die Gebühr zahlen musst. Aber bist du, wenn man das wirklich von der Pike auf macht und sagt, okay, ich mache keinen Kredit, das spielst du ewig, bis du mein LKW leistest. Ewig, ewig auch nicht. Hast du ja schnell. Pro Auftrag so 3.500. Ja, aber das ist, weil du nur kurze Strecken fährst. Das ich habe bekommen von. Okay, man war jetzt schon länger. Aber. Mir fällt jetzt keine Strecke am Anfang an, aber ich habe auch meine 18.000, 20.000 dann bekommen, gleich am Anfang irgendwann. Okay. Da bin ich, weiß nicht, gefahren nach Hamburg oder so. In Wien. Aber sag ja, die Karte ist dann ganz schön groß auch so. Ich meine, jetzt ist sie natürlich enorm groß. Wie gesagt, ich war, das ist ja dabei Spanien zum Beispiel. Da war ich jetzt nur in Barcelona gerade einmal. Sonst war ich in Spanien, in Italien war ich noch gar nicht in dem DLC. Und darunter geht es ja bis Türkei, da war ich auch noch gar nicht. Bis Russland, da war ich auch noch gar nicht. Das Russland-DLC haben sie eingestellt, habe ich gelesen jetzt, komplett. Eingestellt? Achso, ja, du hattest vorher mehr russische Städte, aber du hast noch St. Petersburg. Nein, sie wollten ein Heart of Russia machen. Ah, okay. Ah, finde ich halt jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Also ganz ehrlich, das ist wieder zu kindisch, finde ich. Mhm. Das ist halt ein Spiel. Aber ich habe mir auch letztens, habe ich eben im Stream drüber geredet, weil jetzt kommt Balkan dann. Ja, genau, das habe ich auch. Das ist das Neueste dann. Aber wo sie dann hin? Weil es ist ja Euro-Truck. Das ist das. Die EU wäre dann voll. Gut, haben sie wirklich alle Städte dann schon?
Ich wüsste keine mehr. Ja, du könntest nur noch erweitern. Aber nehmen wir jetzt an Land? Ich fragte ja, ob dabei ist oder nicht. Luxemburg? Ja. Ist gleich Standard sogar dabei. Ah, okay. Also Standard ist Schweiz, Luxemburg. Gut, hat keinen eigenen Haltepunkt. Gut, das könnten sie noch. Ja, könnten es noch einfügen. Und vielleicht noch mehr. Aber das könnte ein Update eben. Das könnte nur ein Update dann werden. Weil zu viel können sie ja auch nicht dran machen. Weil dann verschieben sich ja auch generell die Distanzen wieder, was man. Gut, sie haben eigentlich eh schon da alles rauspresst. Ich meine, das Spiel gibt es seit 2013 oder so. Sie haben schon wirklich viel gemacht. Weil, wie gesagt, wenn du so Salzburg und so fährst, ich habe es ja wirklich zu Beginn gespielt, da war Salzburg, ja. Jetzt gibt es ja Großglockner Straße schon und kannst nach Bischofshofen fahren. Oder wo war ich letztens, wo man gedacht habe, Alter? Nicht durch Ischgl gefahren? Weiß ich gar nicht. Oder war das Stockerau? Weiß ich nicht. So Vösendorf, das hat es alles nicht gegeben zum Beispiel. Da hat es wirklich nur in Wien gegeben. Da waren quasi am Handelsquai, dort wo der Hafen ist, da waren halt zwei, drei so Transportunternehmen, wo du die Aufträge gehabt hast. Okay. Das war's in Wien. Also so tun sie schon auch immer die Orte noch ausbauen und... Weil es bringt jetzt eigentlich auch nichts, dass sie zum Beispiel an einem Eurotruck 3 arbeiten, weißt du? Machen sie auch nicht. Das haben sie schon fix gesagt. Sie haben gesagt, sie arbeiten nur mit einem Eurotruck 2, weil, wie gesagt, wie du sagst, du kannst immer nur dasselbe machen. Deswegen kommen immer nur DLCs raus. Hast du eigentlich Eurotruck 1 gespielt? Ja. Wo ist da wirklich der Unterschied außer Grafik? Du bist nur gefahren. Du konntest gar keine Firma machen. Keine Fahrer hattest du gehabt. Du hast deinen LKW gekauft und bist gefahren. Konntest du halt irgendwann einen anderen LKW kaufen. Okay. Du hast keine eigenen Anhänger quasi, keine eigene Firma. Das heißt nicht so der Wirtschaftsfaktor auch. Gut, der ist jetzt nicht so riesig. Oder ist Eurotruck 2 noch älter und es ist das American Truck rausgekommen? Ich weiß das nicht. Ist früher, American war später. Ja, genau. Das habe ich ja auch noch eigentlich dann. Na gut, das hat mich jetzt nicht so interessiert bis jetzt. Mich schon wegen die amerikanischen LKWs, weißt du? Gut, da habe ich jetzt auch nicht so unbedingt meins. Ich habe einen anderen. Was sind die Pitbull? Nein, nicht Pitbull. Dann habe ich als Mod drin. Sonst. Irgendwer hat eine geile Idee, nämlich. Das ist halt wieder so ein unrealistischer Faktor, deswegen wieder nicht kommen. Dass er gesagt hat, zum Beispiel Leute, die beide Spiele haben, dass es irgendwo, dann in Frankreich oder so, einen Punkt gibt, wo du switchen könntest. Mit derselben Firma quasi, aber du sagst, okay, du expandierst jetzt nach Amerika. Schaffst du dort eine Garage, dort Trucks, weißt du? Sonst wüsste ich aber auch nicht, was sie. Also an die Map-DLCs wüsste ich nicht, was noch kommen könnte dann. Griechenland gibt's nicht. Da weiß ich halt nicht, ob der Balkan jetzt dabei ist oder nicht, aber ich glaube nicht. Bulgarien und so ist schon dabei, oder? Bulgarien ist schon dabei, ja. Das ist dieser Road to the Black Sea oder so. Ah. Das war so bis nach Istanbul runter. Da weiß ich jetzt nicht. Soll ich mal gleich alle holen oder nicht? Das ja, das. Also ich finde, das ist halt so ein Faktor, wie oft spielst du es dann tatsächlich? Ja. Also solche Sachen. Und wenn du es wirklich nicht oft spielst, finde ich es unnötig, weil wie gesagt, du fährst dann, wenn du wirklich eine lange Strecke hast, 2,5, 3 Stunden. Ich habe überlegt, einmal die ersten 1, 2 oder 3 DLCs zu kaufen. Du musst das halt zum Beispiel legen, wo. Siehst du jetzt zum Beispiel die Lust am Fahren zum Beispiel, weißt du? Wo
wo möchte ich hin? Genau, weil damals habe ich mich, war ja Italien draußen und Norwegen. Ich dachte halt, Italien war es jetzt nicht so wow für mich gewesen. Also habe ich damals dann eben mich für Norwegen und Dänemark und so entschieden. Und Going East war ja also eigentlich ein kleines. Da hast du ganz Polen dann eigentlich nur mehr dabei, Tschechien und Slowakei. War das das allererste? Nein, oh ja, oh ja, Going East war das erste, ja. Ich habe mir auch zum Beispiel ja, das Schwergut-DLC, also wirklich so Schwertransporte, wo du mit abgesperrt mit Polizei und so, Eskorte und so alles fast. Da habe ich jetzt auch schon Baggerschaufeln, aber falls die von den riesigen Baggern da, die in den Steinbrüchen sind. Okay. Geliefert Windturbinen habe ich schon geliefert. Was auch ganz eine geile Abwechslung. Das stimmt. Da fahrst du nicht so ewig, aber du musst halt auf ein paar Faktoren aufpassen. Zum Beispiel vor dir. Ja, du bist langsam unterwegs, also 60 fährst du meistens auf der Autobahn. Aber du hast zum Beispiel vor dir ein Begleitfahrzeug, das gibt dir Tempo vor und Richtung und der hinter dir sichert quasi den Straßenverkehr ab. Ja. Zum Beispiel auf der Autobahn musst du halt wirklich manchmal so zwischen erster und Pannenstreifen, dass links die Autos vorbeifahren. Mhm. Und sobald du einen Spurwechsel machen musst, ja, also dann sagt er da durch und musst einen Spurwechsel durchmachen. Dann musst du blinken, damit der hinten weiß, dass er rüberfährt. Und sobald er rübergefahren ist, also auf die ganz linke Spur, dass kein Auto mehr vorbei kann, gibt ihr dir das Zeichen, dass du jetzt auch erschwenken darfst. Ach so, da darf ich nicht gleich rüber. Nein, weil das sehe ich ja da nicht. Weil in den Spielen sehe ich nur meine Windturbine eigentlich. Ja. Also das ist wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Also mache ich ab und zu mache ich das, weil das hast du nicht in jeden Städten. Und das gibt jetzt auch nicht, du kriegst meistens 22, Mann, in Kilometern hat es schon viel, aber 22.000 oder so. Mhm. Aber ich schaue auf das zum Beispiel jetzt ja nicht mehr. Am Anfang habe ich eben geschaut, hey, viel Kohle. Ne? Ja. Aber jetzt schaue ich eher so, dass ich Städte anfange, wo ich noch nie war zum Beispiel. Mhm. Na, bei den DLCs, das werde ich mir noch anschauen. So ein, zwei vielleicht einmal am Anfang, dass ich ein bisschen weiterfahre. Ich glaube, Großbritannien ist ja schon dabei. Ist dabei, ja. Bis Schottland rüber, bis Aberdeen. Also ich bin von London mal nach Aberdeen und von Aberdeen dann nach Brünn gefahren. Ist das mit einem Tank ausgegangen? Nein, das geht sich meistens nicht mit einem Tank aus. Tanken und schlafen. Musst du oft. Und wenn du da quasi schläfst, dann wird das quasi dann übersprungen, wenn du... Ja genau, du schläfst 8 Stunden. Also. Das heißt, du musst nicht irgendwie warten oder so, sondern... Nein, du machst die Augen zu, die Zeit simuliert und dann machst du auf. Ah, okay. Wie es im Multiplayer allerdings ist, kann ich dir nicht sagen. Multiplayer kann man sich anscheinend erst anmelden, wenn man eine eigene Firma hat. Ja gut, die hast du gleich von Anfang an. Na, wenn du in der Garage was hast, meine ich. Doch, oder? Ich habe nämlich gelesen, man muss nicht unbedingt. Okay, weil bei mir ist Multiplayer ausgegraut. Ausgegraut, okay. Na, dann wirst du wahrscheinlich einen brauchen, doch. Wie gesagt, ich habe auch zuerst überlegt von der Pike auf, dass ich mir den ersten LKW ohne Kredit leisten kann, aber brauche ich ewig dabei, wenn ich nicht weiterfahren kann und dadurch mehr Kohle kriege. Gut, das ist halt wieder, musst du jetzt unbedingt deinen ersten LKW haben oder nicht, weißt du? Naja, da bin ich ja quasi nicht mein eigener Herr dann, sondern fahre immer für andere. Ja gut, du fährst sowieso für andere dann. Ja, aber nicht unter meiner eigenen Firma, weißt du, wie ich meine? Das nicht, ja. Aber ich sage im Grunde, wenn es nur ums Fahren geht, dann ist es wurscht. Weil dann ist es wurscht, ja, da gebe ich dir recht. Hast halt ein bisschen weniger Geld, natürlich, weil es nicht dein LKW ist. Mhm.
Aber im Grunde. Ja, wie gesagt, ich würde. Den ersten, ich würde mir trotzdem kaufen, mit Kredit, den ersten. Eben wie du sagst. Und dann kannst du ja alles ersparen. Ja. Weil du hast ja einen Rahmen von 500.000, einen Kreditrahmen dann. Gut, aber dann habe ich einen LKW, aber dann habe ich immer noch keinen Anhänger. Ja, den brauchst du ja nicht unbedingt. Ich fahre auch ohne Anhänger. Achso, das heißt, die stellen mir den zur Verfügung dann. Genau, du hast Aufträge, so wie jetzt. Dann wird dir LKW und Anhänger zur Verfügung gestellt. Dann hast du Aufträge. Dann wird dir der Anhänger zur Verfügung gestellt. Und dann hast du noch extra Frachtaufträge heißt das, glaube ich. Frachtmarkt, da musst du dann auch hinfahren. Den beladen lassen zum Beispiel. Das heißt, das, dafür geht dann auch manchmal eine Stunde, je nachdem, was du beladest. Und dann fährst du erst los zum Beispiel. Ich hatte zwar am Anfang einen, aber dann fährst du halt meistens immer dasselbe. Mhm. Das ist dann für mich nicht so interessant gewesen am Anfang. Ja. Ich wollte halt verschiedenste Sachen transportieren. Wenn du dann mehr Anhänger suchst, dann wechselst du zwischendurch. Es gibt da einen riesen Anhänger. Die haben 25 Meter oder so. Brauchst du extra eine Garage in Skandinavien oder in Deutschland und noch irgendwo? Weil die haben eben Überlänge. So, dann möchte ich mir auch irgendwann mal holen und dann fahren. Mhm. Hast du mich eigentlich schon einmal jetzt überholt, Nanga? Nein. Dann bist du 100% auch breiter. Weil die Spur kommt immer näher. Aber ich komme dir näher. Ich sehe dich schon auf der aber ich glaube auch, die ist breiter, die Pässe. Ja, ich glaube auch, meine, dass schon mehr kaputt ist. Ja, das sowieso. Meine ist komplett schon im Arme. Ich fahre noch immer meine 8. Sehr wurscht. Ich teilweise. So lange Fahrt, fahr da. Also da die Strecke fahre ich jetzt mit 4-5 km/h rauf, nur noch. Weil da teilweise bin ich glaube ich nur zwei Bahnen vom Rand schon entfernt. Achso, wie viele Bahnen wir ungefähr schon haben? Nein. Aber ich habe mir gedacht, ich warte mal die Nacht ab und dann gehe ich. Jo. Also dann warten wir auf. Und machen mal Verkaufssession. Wie gesagt, das ist mit den DLCs, ich möchte das nicht ausreden, aber auch nicht einreden. Es ist halt wirklich schon ein Ding. Ich habe es mal gekauft, weil ich weiß, ich werde es jetzt wirklich aktiv spielen. Ja? Ich meine, jetzt pausiere ich dann nochmal natürlich, aber ich werde dann wieder weiterspielen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich es einmal. Und ich sag, es ist gut, es gefällt mir, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt, wie gesagt, jetzt 3 Tage hintereinander spielen. Weißt du, wie ich meine? Es gibt dann halt schon einen langen Distanz, also fast dann schon eine Strecke manchmal. Ja gut, das schreckt mich jetzt nicht ab, sag ich mal. Ja, ich meine, dann siehst du natürlich auch viel weniger. Aber es ist halt doch, ich sage mal, eintönig ist das falsche Wort jetzt, ja. Aber du fährst immer von A nach B, von A nach B. Von ja, du hast halt nicht so viele Aufgaben. Ja. Ja, das meine ich eben. Mein irgendein geiles DLC möchte ich mal holen. Da weiß ich eben noch nicht welches. Aber. Ich kann dir halt auch jetzt nicht sagen, weil ich noch nicht alle wirklich so gefahren habe. Skandinavien hört sich schon mal geil an, sag ich mal. Das ist ganz cool, ja. Italien, wie du sagst, ja, Italien. Ja. Es hat auch was, ja, weil ich so meine, wenn du das Kahn oder so durchfährst, aber muss sagen, das langweiligste Land zum Durchfahren ist bis jetzt Frankreich, obwohl du am schnellsten durchfahren kannst. Okay. Ah, stimmt eigentlich nicht, in England kannst du, glaube ich. England ist bis jetzt mit 97 km/h schnellste Autobahnland. England nervt mich halt nur das mit der Spur.
als andere Seite ist. Ja, das ist. Also solange du nur Autobahn fährst, geht's. Aber sobald ich einbiegen muss, ja, muss bin ich immer auf die falsche Seite. Also, dass sie dann jeder das geschafft hat, ich hab's nicht einmal in einem Spiel geschafft. Warte, du hast doch einen Eurotunnel? Beim Zug? Haben den nicht dargestellt. Im Zug? Nein. Nur mit dem Zug kannst du. Also kannst du doch mit dem Auto auch durchfahren. Ich glaube schon, ja. Im Livestream haben wir das erste Mal gemacht und ich dachte auch, ob man durchfahren kann. Und dann hat irgendwie geschaut, na, gibt's einen Zug. Und dann waren wir dort, okay, ist ein Zug. Und dann haben wir gegoogelt und irgendwie sind wir nicht auf den Nenner gekommen, ob man jetzt fahren kann mit dem Auto oder nur einen Zug gibt. Okay. Aber wie kommst du dann dort rüber quasi? Im Zug. Mit der Fähre? Zug oder Fähre? Das wird dann quasi simuliert und du bist da, oder? Ja, genau. Ah, okay. Wird auch die Zeit dann. Na, ist klar. So, Eurotunnel. Tue ich das selber. Frankreich. England. Das würde ich gerne mal machen, aber muss ich sagen. Eurotunnel ist ein 50,45 Kilometer langer Eisenbahntunnel. Ah, okay. Das stimmt. Von Calais nach Dover. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Und in Dover ist auch die Fähre. So gebe ich dir natürlich recht, wenn du diese Seas hast, boah, du hast Möglichkeiten ohne Ende, wenn ich jetzt manchmal schaue, wo ich hinfahren könnte, bin ich überfordert, weil jetzt war ich schon in vielen Orten nicht. Aber auch wie gesagt, auf der Standardkarte war ich schon noch im ich war noch nie in Berlin zum Beispiel. Ich sage einmal, die DLCs kosten jetzt insgesamt all-in, wenn ich mal alle holen würde, 25 Euro würden mir dich kosten, ja. Alle? Karten, alle. Nur 25? Mhm. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Keine vergessen? Ich glaube nicht. Bei 25 kommen jetzt ziemlich billig vor. Ich kann dir dann nach dem Stream kurz alle aufzählen. Aber ich habe 40 gezahlt und ich habe ja schon zwei. Jetzt? 40? Ja. Gut, du hast ja auch noch so was dazu genommen, oder? Ja, aber nur die Transporterweiterungen. Also keine optischen Sachen oder so. Okay. Nur eben die zwei, den schweren Transport und auch irgendwas Heavy Cargo. Aber einen holt durch dich fix nicht. Oh ja, aber du kommst immer näher. Nur auf der einen Seite weiß ich nicht. Da irgendwie nicht. Auf der einen Seite ist gefühlt noch drei Reihen. Und auf manchen Längen. Ja, da fahre ich nur 4-5 km/h rauf. Aber es ändert ja nichts, dass du an der Breite nichts mitnimmst. Achso, Mann. Du müsstest genauso viel mitnehmen wie auf den anderen Längen trotzdem. Egal wie langsam. Das ist bergab auch eigentlich. Also dieses Bergabstück am Berg, da liegt noch das meiste. So. Büsche nerven teilweise. Sehe ich nie, wo ich dann Büsche nerven. Ich meine, man echt nicht, wo ich lang von. An Ballen drinnen, da muss ich dann nicht suchen. So. 9. 6. 15. 21. 27. 33. 39,
42 kosten alle Karten im Angebot. Das geht sich dann aus. Weil ich habe die billigsten gehabt, den um 3 Euro und den um 6 Euro. Das heißt, minus 9 Euro geht sich aus. Und um, ich glaube, 3 Euro irgendwas kostet dann. Dann habe ich vielleicht irgendeine vergessen. Du musst mehrere vergessen haben, bei 42 Euro. Bei 25 Euro, ich sag, kauf sofort. Könnt ihr. Aber vielleicht können wir es dann nochmal kurz durchgehen. Nachher. Aber ich glaube, ich habe alle. Aber ich kann es dann auch selber vergleichen mit der Wikipedia. Ja, wir können dann eh nochmal schauen. Ja, du brauchst nicht, du brauchst nur gehen auf alle Maps und dann siehst du eh, was du zum Beispiel in der Wunschliste hast oder so. Ich glaube, ich helfe dir dann beim Ansammeln. Eine kurze Mähpause. Da liegen schon ordentlich viele. Ja, nein, ich brauche eine kurze Mähpause dann. Wenn wir jetzt wissen, können wir da noch tauschen. Ja, können wir dann noch. Können wir mal einsammeln, schauen wir mal. Ich meine, eh schon ein stolzes Stück haben wir eh schon. Ich war ganz drüben war einer Stunde. Aber wie gesagt, größerer Traktor und ich würde ein bisschen mehr in dieses Mähdings noch investieren, weißt du? Nachdem es eh nachwächst, dass wir uns wirklich ein Mähwerk, ein größeres kaufen. Gut, theoretisch kann man eh wieder diese Mähwerk, was man da vorne und hinten hat, weil das kannst du dann auch schön in die Spur legen. Aber es ist halt wieder so teuer dann, weißt du? Dann kostet beides wieder 90.000 oder so. Ja, dafür haben wir was, Chats. Das schon, aber das halt dann wieder ein langes Sparen auf sowas, weißt du? Ja, das stimmt. Oder sagen, um 90.000 hätten wir dann vielleicht wieder einen zweiten besseren Traktor, weißt du, Mann? Mhm. Und könnten da noch ein kleineres Mähwerk und dann könnten wir schon vielleicht eine zweite Presse kaufen, weißt du? Ja. Doppelt so schnell pressen. Mähwerk vorne und Presse hinten gleich. Ja, so hätte ich gesagt, an Mähwerk. Dann kann man das gleich pressen. Und ich kann ja dann gleich wickeln oder so. Weil dann geht das ja, wenn ich sag zack, zack. Wickeln dauert ja dann eh auch ein bisschen immer. Drum, ich dachte eigentlich, dass ich das schon an einem Vorsprung dann habe. Dass ich dann eben gleich zum Wickeln anfangen kann, aber das wird's nicht spielen. Dafür bin ich zu langsam, glaube ich. Na, ich bin zu langsam. Achso. Also zum Beispiel da unten, wo der braune Streifen ist, bin ich nur mehr auf einer Grasfläche, fahre ich da gerade. Da fahr so einmal drüber und es ist weg. Fahr da im Kreis spazieren heißt. Gibt's nicht mehr. Resi, heute Mensch. Ja. Zehntausend ist gerade ein Gruber drinnen. Will ich jetzt aber nicht machen. Nein, jetzt eh nicht. Also der ist eh schon länger drin. Ja,